Ich hatte noch mein ganzes Leben vor mir, ja. Ich wollte mein Abitur machen. Ich wollte studieren, ich wollte was erreichen im Leben, ja. Und das dann, also es ist Missbrauch. Es war Missbrauch. Kerstin war eine begabte Schülerin, wollte Russischlehrerin werden. Deshalb besuchte sie seit ihrem 15. Lebensjahr die Spezialoberschule für angehende Russischlehrer Wickersdorf in Thüringen. Ihren Eltern war das Mädchen zu aufmüpfig. Das abgeschiedene Internat schien genau richtig zu sein. Abnabelung vom Elternhaus bedeutet für mich Wickersdorf, aber auch diese Strenge. Ja, dieses so eingeengt sein, ja, in seiner Entwicklung auch. Wir haben es ja auch immer Rotes Kloster genannt. An den Schulen der DDR sollten Jugendliche zu neuen sozialistischen Menschen erzogen werden. Freundschaft. Setzen Sie sich. Die Partei, die hat immer Recht. Und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht. Gegen Lüge und Ausbeuterei. Vielleicht kennen Sie dieses Lied, die Partei hat immer Recht. Und so war es auch. Das mag jetzt richtig blöd klingen, ja. Ich habe mir meine ganze Zeit das Leninbild mir auf meinen Nachttisch gestellt, um mir zu sagen, ich muss jetzt auch dran glauben, an den Sozialismus. Ja, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, also wenn du da jetzt nicht dran glaubst, dann machst du was verkehrt, dann gehörst du da nicht hin. Die Schuldirektoren sollen dafür sorgen, dass ihre Schützlinge auf dem sozialistischen Weg bleiben. Kerstins Schuldirektor in Wickersdorf ist Dieter Barth. Ich habe nie einen Hehl draus gemacht, dass ich für die DDR war. Und das habe ich auch Lehrern und Schülern so weitergegeben. Und es war schon wichtig für uns, dass sich unsere Schüler in dieser Weise auch bekennen sollten. Also das war unsere zentrale Aufgabenstellung. Und daran wurde im Prinzip bei den verschiedensten Gelegenheiten natürlich auch gearbeitet. Das Leben in Wickersdorf war überschaubar. Kerstin kam aus Jena, sie langweilte sich hier auf dem Land. Nur die Dorfkneipe bot Abwechslung. Das einmal saßen wir auch so zusammen und da saß dann noch so ein Typ, der hat irgendwie schon so ein bisschen so komisch dahergeredet. Es ging so um Musik, um die Westmusik, um die Ostmusik und ich habe natürlich für die Westmusik gesprochen. Ein Kumpel von mir hat mich immer gegen Schienbein getreten. Ich dachte immer nur, was hat der nur, ja. Und bis dann dieser Typ auf die Toilette ging und hat er zu mir gesagt, Kerstin, spinnst du, der ist bei der Stasi. Ja. Schon wenige Tage später kommt dieser Mann aus der Kneipe an die Schule. Er will ihre Schülerakte haben. Darin sind sämtliche Zeugnisse, die Beurteilungen durch die Lehrer und die Selbsteinschätzungen, die jeder Schüler regelmäßig schreiben muss. Das war eben so, Akten, wenn die vom MFS angefordert wurden, dann hatten wir die auszuhändigen und das wurde gemacht und die haben wir wiederbekommen, wurde gegen Quittung wurden die ausgehändigt und dann kamen die am nächsten Tag wieder und da hat sich keiner Gedanken drum gemacht, ob das richtig oder falsch ist und so weiter. Für die Stasi ist Kerstin interessant, weil sie gut in der Schule ist und trotzdem mit sogenannten negativen Jugendlichen zu tun hat. Das Ministerium für Staatssicherheit wollte wissen, was die Kinder und Jugendlichen dachten und fühlten. Stasi-Minister Erich Mielke befahl schon 1966, Minderjährige anzuwerben und zu Spitzeln zu machen. Für Mielke war die Frage, ob jemand Jugendlicher ist oder nicht, letztendlich nicht entscheidend. Mielke war ja nicht jemand, der in rechtsstaatlichen Kategorien oder in Gesetzeskategorien dachte, sondern er war von einer Mission erfüllt, nämlich das Regime zu schützen. Und dafür war im Prinzip jedes Mittel recht. An der Juristischen Hochschule der Staatssicherheit in Potsdam lernten die Stasi-Mitarbeiter ihr Handwerk. Das Fach operative Psychologie gehörte auch dazu. Operative Psychologie wurde an dieser eigenen Hochschule gelehrt. Auf einem ziemlich niederem Niveau, wo man Techniken oder Wissen vermittelt bekam, um andere zu schädigen. Umgangsdeutsch gesagt, um andere fertig zu machen. Die Hochschule war geheim. Kaum jemand kannte sie.
Hier lernten Führungsoffiziere, welche Jugendlichen sich besonders gut zu Spitzeldiensten drängen ließen. Es gab mehrere Arten jugendlicher Mitarbeiter. Die einen, das waren die mit der ideologischen Zustimmung. Dann gab es die, die erpresst worden sind. Dann war es eine Gruppe, die man so als Vorteilsnehmer klassifizieren kann. Das waren also Jugendliche, die sich überlegt haben, wenn ich mit denen kooperiere, dann kriege ich dafür das und das. Und dann gab es die größte Gruppe, die nennen wir immer die Gruppe des gestörten Vertrauens, die also aus Elternhäusern war, kam, wo es starke oder erhebliche seelische Defizite gab. Wie rekrutiert man Kinder und Jugendliche? Minderjährige. Die Stasi will den Jugendlichen unter die Haut kriechen. Studenten der Hochschule erforschen, wie das geht. Sicherlich gab es Zweifel, aber das MFS war ein militärisches Organ. Es war, also wir waren in dem Sinne Befehlsempfänger. So, und dadurch konnte ich eigentlich nicht sagen, wie wenn ich jetzt einen Arbeitsvertrag habe, ich mache das nicht. Am Ende der DDR waren ungefähr 8000 Kinder und Jugendliche sogenannte inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit. Sie wurden in Vereinen, in Jugendclubs, in Kirchen und an den Schulen angesprochen. Es bestand in der DDR-Gesellschaft eine so schleichende Angst. Es gab irgendwo so eine Art Allmacht. Jedenfalls dachte man das, dass es die gab, diese Allmacht. Und das dachten natürlich auch alle, die in diese Diktatur hineingewachsen sind, wie die Jugendlichen. So, und plötzlich hatten sie dann mit dieser Allmacht zu tun. Und da entstand natürlich auch die Angst, die können jetzt wirklich alles mit mir. Und ich kann nichts mehr steuern. Wie ging die Stasi vor, wenn sie die Jugendlichen an der Schule aufsuchte, einem vermeintlich geschützten Ort? Während des Essens kam eine Durchsage im Speisesaal, dass ich mich dann bei Direktor Barth einfinden soll. Und dann saßen zwei Typen. Einer davon war dieser aus der Kneipe. Und ich wusste ja dann, dass die von der Stasi waren, ja. Und die haben mir dann erstmal so meine Beurteilung vom Kindergarten an erzählt, ja. Also ich war ein schüchternes, zurückhaltendes Kind. Die Führungsoffiziere kennen Kerstins Freunde. Sie wissen, dass ihr Vater ein hochrangiges Parteimitglied ist. Hier setzen sie an. Wie könne sie es sich da erlauben, Westmusik zu hören? Was würden die Eltern dazu sagen? Dadurch, dass ich auch das Gefühl hatte, die wissen alles über mich, habe ich natürlich auch das Gefühl bekommen, sie können auch weiter meinen Lebensweg bestimmen. Dann kam so die Phase, wo sie mir Honig ums Maul geschmiert haben. Die haben gesagt, sie suchen niemanden, der top hinter dem System steht, sondern jemanden, der unauffällig ist, der schnell Kontakte schließen kann. Und ich hatte halt auch die Befürchtung, wenn ich da nicht mitmache, dass ich dann auch mein Abitur nicht machen kann. Also weshalb mit den Leuten in meinem Zimmer gesprochen wurde, das weiß ich nicht. Das haben die mir auch hinterher nicht gesagt. Und dass da jemand unter Druck gesetzt wurde, das kann ich nicht in Abrede stellen, aber ich weiß es nicht. Von ihrem Direktor kann Kerstin keine Hilfe erwarten. Der Stasi-Offizier fordert sie auf, eine Schweigeverpflichtung zu unterschreiben. Das ist entscheidend bei der Anwerbung. Sie darf nicht einmal ihren Eltern davon erzählen. Schon in 2 Wochen soll sie den Stasi-Offizier wieder treffen. In der Anwerbphase war es sicherlich so, dass ein kurzer Treffrhythmus da war, um, sag mal, denjenigen auch an die Firma zu binden, um erstmal diese Stabilität herzustellen. Kerstin weiß sich nicht anders zu helfen. Sie unterschreibt und soll ab sofort ihre Mitschüler aushorchen. Ich habe natürlich Angst bekommen auch und habe dann auch gezittert. Dann haben sie gesagt, was zittern sie so, sie brauchen hier nicht zu zittern. Ja. Also das war schon, ich habe mich da schon sehr allein gefühlt. Nur der Sozialismus gibt der Jugend eine Gegenwart und eine Zukunft.
in der sich lohnt, zu leben und zu kämpfen. Es gab einen Großteil Jugendlicher, die staatskonform waren oder eben von den Eltern so erzogen worden sind, dass sie eigentlich keine andere Richtung gesehen haben. Dann gab es sicherlich Aussteiger, die mit Gedanken gut gearbeitet haben, was sich gegen den Staat gerichtet hat. Und das war natürlich dann unsere Aufgabe, hier gegenzuwirken. In den 80er Jahren sehnten sich immer mehr Jugendliche in der DDR nach Spaß und Abwechslung. Ein wenig Freiheit. Nun wollten auch Parteifunktionäre eine kontrollierte Öffnung wagen. Jugendtreffen und Städtepartnerschaften mit dem Westen wurden denkbar. Doch die Staatssicherheit war misstrauisch. Was treiben die Jugendlichen da? Also da bildete sich ohne ihre Kontrolle Grüppchensysteme, wo gedacht diskutiert worden war. Das war für die schon ganz furchtbar. Kaum zu ertragen. So paranoid waren die. Dass die Kreativität von Kindern und Jugendlichen sich nicht entfalten durfte. In Dresden an der erweiterten Oberschule Friedrich Engels waren im April 1987 französische Schüler aus Straßburg zu Gast. Nach dem sozialistischen Pflichtprogramm übernahmen die Jugendlichen die Regie. Die Schulband trat auf. Der 16-jährige Marco Hermersdörfer sang und spielte Bass. Es war eigentlich für mich so ein bisschen heile Welt. Ja, also ich hatte jetzt auch nichts mit dem Staat, was ich daran auszusetzen gehabt hätte. Und insofern, ja, passte das irgendwie. Es passte in unser Lebensgefühl. Die haben Musik gespielt, wir saßen alle und wir dachten, es muss jetzt was passieren. Wir sind aufgestanden, Jungs und Mädels, und wir haben einfach die Dresdner Schülern gebeten, mit uns zu tanzen. Und so ist es gebrochen. Ja, da sind bei uns die Sicherungen durchgegangen. Wir waren ganz euphorisch nach diesem Treffen mit den Franzosen. Und wir wollten daraus irgendwas, ja, wir wollten nicht, dass das vorbei war. Wir wollten daran anknüpfen und wir wollten, dass das weitergeht. Bernhard und Marco hatten eine Idee. Wie wäre es mit einer Schulpartnerschaft? Sie schrieben,